Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Anno 1800. So. Bin da, ich hab mir das letzte Mal das... Ich weiß jetzt nicht, wenn die Musik nicht richtig läuft oder so, oder das Audio nicht richtig läuft, dann müssen wir mal gucken. Ist mir jetzt bei der letzten Aufnahme aufgefallen. Wo ich es mir aber nochmal angehört habe, war eigentlich soweit alles in Ordnung. Gut, okay. Wir arbeiten dran. Fische haben wir neu dazu genommen. Besser geht immer. Nee, die sind noch nicht fertig. Wir leben hier an einem guten Ort. Oder? Ja. Passen noch ein paar. Okay. Das wird aber auch ziemlich eng mit den Bauern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Wie viel nehmen die denn? 20? Das sind 40. Das sind 80? Die nehmen dann zum Glück Arbeiter, die wir auch nicht haben. Die nehmen auch 20 Bauern. Sind das 80, 160 Bauern wieder? 50 Arbeiter. Also 200 Arbeiter. Boah. Sind die jetzt voll? Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hiermit auskommen. Wird der die ganze Zeit nicht produziert, oder wie? Wenn nicht, müssen wir tatsächlich noch hier irgendwie Gebäude hinbauen. Bauerngebäude. Oh. Also Bauern ist hier so eine Arbeitskraft, gell? Die hat man auch nicht viel. Also muss ich ganz ehrlich mal sagen, die Bauern hat man wirklich auch nicht viel. So, das war's mit den Bauern. Mehr sollte da eigentlich nicht kommen. Ich werde aber, ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig hier. Okay. Ja gut, das sind aber auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das sind auch nochmal 120 Bauern. Ja, das wird jetzt rapide nach oben gehen. Ich hätte aber gerne schon mal meine Bierproduktion hier. Ja, die brauchen ja, um
Seife bräuchten die eigentlich. Und eine Schule. Ja, Holz geht aber schnell nach oben. Ja, da gucken wir mal, wie wir jetzt damit auskommen. Oh. Moment. Machen wir das so. Und so. So, dann haben wir das erstmal soweit. Spielstand gespeichert. Ja, da tun wir bis hier vorne hin. Ja, scheiße. Schätzchen, bring Papa doch seinen Hut nach draußen. So, da haben wir erstmal soweit Bier. Kommt jetzt noch dazu, da werden sie noch ein bisschen glücklicher. Um das noch zu erhöhen, bräuchten wir normalerweise noch hier. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Oh, wir haben kein Geld mehr. Aber wir machen doch 300 plus. Was kosten mich die Dinger denn Unterhalt? 40. Also 80. Reizend, dich hier zu treffen, Schätzchen. Ein kleiner Rat. Pass immer gut auf dich auf. Ja, danke, danke, danke. Gucken wir mal, ist das die Hauptstadt von ihr? Ich frage mich, wie die das hinbekommen, ja?
Man hat aber auch keinen Vergleichswert oder sonst irgendwas. So. Okay, damit haben wir dann Seife abgeschlossen. Ich sollte nicht nach mehr fragen. Das hier sollte ich wohl besser einem Stadtmenschen vorlegen. Eifrig wie eine dreibeinige Ziege. Jawohl. So, Bier bekommen sie, Seife bekommen sie auch. Und sein Schnupftabak überall verstreut. Aber wenn ich dran denke, gell, ich habe jetzt hier so eine große Stadt, gell, wie die das hinbekommen. Hier, zwei Stahl, das sind ja schon 400 Arbeiter. Wie die das alleine hinbekommen, das verstehe ich manchmal nicht. So, fahren wir mal darüber. Mal ein bisschen die Inselwelt hier erkunden. Okay, so. Da fangen wir mal an. Wir brauchen auf jeden Fall. Ich frage mich, ob Sie die Dinge nicht ändern könnten. Eine Schule. Es ist nicht Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. Weißt du, was wir mit Royalisten tun? Wir schicken sie zu den Fischen. Anns Vater wurde vom verrückten König hingerichtet. Jetzt ist sie selbst verrückt geworden. Schiff unter Beschuss. Ja, das Schiff fährt aber weiter. Komm ja nicht hinterher. Also oben mal schnell beim Pfeil fahren, ja, okay. So, da haben wir auch die Piratenmutti hier. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wo du bist, ist vorne. Aber warum? So, was brauchen wir denn? Ein Schoner, zwei Kanonenboote. Okay, wir fangen auf jeden Fall in der Folge jetzt schon mal an mit Bauen. Ja? Wir brauchen aber Ich bin Heshuo, Prinzessin Xing. Mein Vater und meine Mutter sandten mich als Botschafterin in diese Gefilde.
Okay. Wie viel brauchen die denn? 50 Arbeiter. Komm, die haben wir noch. Jeder ist hier für den anderen da. Ein Schäfchen im Garten? Wer mag das nicht? Ja, da muss man dann in echt gucken. Ja. Spielstand gespeichert. Okay. So, Bilanz geht auch wieder nach oben. Das passt schon. So, wie sieht's jetzt aus mit Bier? Seife hält sich so in Grenzen. Oh, Schnaps geht rapide nach oben. Nimmt stark zu. Schiff vom Stapel gelaufen. Einsatzbereit. Schoner steht bereit. Einsatzbereit. So, das sind meine zwei Schoner. Den Hochofen habe ich doch eben gerade erst gebaut. Warum ist der bei 75? Nicht trödeln. Ein letzter Blick. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Keine Änderung? Wirklich? Keine Änderungen? Nee, kann man so rausschicken. Ich hoffe, eines Tages wie Sie den meinen frohe Kunde bringen zu können. Wie sieht's denn aus hier in der Diplomatie? Ein Gedicht geteilten Wohlstands. Du möchtest wohl ein Fleißsternchen? Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Nee. Leicht erhöht. Ja. Also, ich zeig jetzt mal, wie das geht. Schau. Hast du denn alles vergessen, was ich dich... Ob ich was vergessen habe, was du mich gelehrt hast, ganz bestimmt nicht.
Schiff vom Stapel gelaufen. Ich habe keine 20.000. Sie können Ihren Vater nicht zurückbringen, aber Sie können seinen Traum leben. Spielstand gespeichert. Also hier sind ja noch ein paar Inseln, sind ja auf jeden Fall noch offen. Sie ist klein, aber oho. So, dann verdienen wir uns erstmal ein bisschen was. Neue Befehle? Oh, die Finsternis, die behalten wir. Die behalten wir vom Namen her schon alleine. Steuermann. Gazelle? Wellenbrecher und Finsternis. Genau. Das behalten wir. Segel setzen! HMS Solitär. Das Emporium Exotique freut sich über deine Gunst, wenn du sie dir leisten kannst. Okay. Ah, hier. Ah. So. Wie sieht's denn aus hier? Genau, wir wollten Schiffe verkaufen. Ei. Ihre Majestät ist nicht zugegen. Nur für den Fall, dass Sie selbiges zu hoffen wagten. Einsatzbereit. Ich biete Ihnen, wie immer... Gut, okay. So können wir das lassen. Auf jeden Fall. Da sind halt solche richtigen Kleckerbeträge, also. Aber Segeltuch ist dann halt eben so ein unendlicher Rohstoff, den man hat. So, das Schiffsverkauf hat sich auf jeden Fall geöffnet. Was fehlt denn noch? Oh, noch 6 Kanonen. Schiff vom Stapel gelaufen. Ziele in Sicht. So. Archibald Blake, wir kommen. Welch höchst erfreuliche Überraschung.
Entschuldigung. So, jetzt haben wir das nächste Kanonenboot. Neue Befehle. Sir Archibald Blake. Wo? Ich biete Ihnen, wie immer, meine bescheidenen Dienste an. Da erstellt eine Fregatte, die bietet er zum Verkauf an. Wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich die jetzt kaufe und dem gleich wieder verkaufe? Jetzt sage ich, okay, warte mal. Unternehmen floriert. Sie werden immer mehr zum Ebenbild ihres Vaters. Friede seiner Seele. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Spielstand gespeichert. Sehen Sie, ich fertige gerade einige Diese Verstärkung wird Ihrer Majestät gefallen. Wie geil. Obwohl meine Hoffnung bleibt, dass es nicht zum Krieg kommt. So, damit haben wir den Großauftrag abgeschlossen. Ich wollte es Ihnen zuerst nicht sagen. Doch nun, ich habe Gründe dafür anzunehmen, dass Ihr Vater ermordet wurde. Und der Mörder, sein ehemaliger Zellengenosse, läuft frei herum. Es heißt, er verstecke sich und bereite sich auf seine Flucht in die neue Welt vor. Jemand versorgt den Mörder von Madame Kahinas Hafen aus? Dem sollten wir nachgehen. So. Okay. Damit wäre der Großauftrag abgeschlossen. Ja, würde ich mal so sagen. Großauftrag haben wir soweit abgeschlossen. Produktion läuft soweit. Seife geht nach oben, Brot geht nach oben. Bier hält sich. Na gut. Gut, 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 gut. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann begeben wir uns mal auf die Spuren des Schmugglers. Da würde ich aber gerne mit zwei Schiffen fahren. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.